Hallo und herzlich willkommen. Ich spiele heute Assetto Corsa und zwar nicht auf der PS4, sondern auf dem PC. Ich habe mich in den letzten Wochen mal für dieses Sim-Racing-System hier angemeldet und bin auch schon mal ein paar Rennen gefahren. Und ich muss sagen, ich bin schwer begeistert davon, macht richtig Laune. Ich habe mich jetzt auch für dieses Rennen angemeldet und zwar Brands Hatch Indy auf einem Seat Leon TCR. Den gibt es nur als Mod. Und zwar bei Race Department kann man den runterladen. Und ich bin echt schwer begeistert, habe das heute mal getan und habe den getestet. Und ich so, wow, der macht so helle Spaß. Deswegen habe ich mich entschlossen, ein Video davon zu machen. Und zwar in einem Rennen, wo halt online andere Gegner sind. Und ich glaube, das wird richtig gut. Ich bin sowas von begeistert von dem Fahrzeug, weil das ist nur eine Mod. Was heißt nur eine Mod? Es gibt sehr schöne Mods, aber es gibt natürlich auch etwas schlechtere Mods. Und das ist eine, die wirklich zu den besseren zählt. Ich möchte sie euch kurz hier mal zeigen im Showroom. Ja, wie ich 1210 Kilogramm hat, 355 Pferdestärken, 420 Newtonmeter. Also der geht schon richtig ab. Und er ist wirklich total gut gelungen. Wir können uns das hier natürlich auch mal schnell in verschiedenen Farbkombinationen angucken. Auch die Skins, die gefallen mir außerordentlich gut. So, wir haben jetzt noch knapp 5 Minuten. Wie ich sagte, ist hier der Button auf Please Wait umgesprungen. Mittlerweile sind hier auch nicht mehr 16 Fahrer, sondern 79 registrierte Fahrer. Das heißt, hier werden natürlich diverse Server aufgemacht. Und wenn man das Rating sieht, da sind schon richtig gute dabei hier. Also davon bin ich noch weit entfernt. Ich bin jetzt aber auch erst 5 oder 6 Rennen mitgefahren. Und dieses Rating ergibt sich aus deinen Erfolgen und aus deinen verursachten Unfällen oder Karambolagen. Und jetzt gucken wir mal hier runter. Ich bin hier ungefähr hier mit 235,871. Also ich bin mal gespannt. Das wird immer so zugeordnet, dass natürlich die Fahrer ungefähr gleich stark sind, weil das macht ja nun keinen Sinn, dass ich hier mit meinen 235 gegen mich hier oben, gegen die Leute hier messe, die deutlich mehr Rennerfahrung haben oder natürlich auch deutlich erfolgreicher sind. So, jetzt haben wir noch etwas mehr als 40 Sekunden. Dann müsste dieser Button hier in Join umswitchen. Dann hat man nochmal so ein bisschen Practice Time. Kann man noch mal eine Runde schnell fahren oder 2 Runden? Ich sag mal so, bei Brands Hatch ist das natürlich relativ klein, gerade die Indie-Variante. So meine Zeiten liegen so im Durchschnitt zwischen 48 und 49 Sekunden. Ich gehe mal davon aus, die Besten werden 46 Sekunden fahren. Mein Ziel ist es einfach, Erfahrung zu sammeln, dabei zu sein, gucken, was geht und dann schauen wir mal. Ich hoffe, dass auf meinem Beifahrersitz Constantia mitfahren wird. Und dass ich dann vielleicht ganz gute Chancen habe, unter die ersten 10 zu kommen. Ich bin auch erstmal gespannt, wie die ganze Zuordnung auf den Servern erfolgt. So langsam steigt die Spannung. Jetzt müsste rein theoretisch der Button sich bald verändern in Join. Da ist es auch schon. Mit einem akustischen Signal wurde das untermauert. Ich kann jetzt auf den Server switchen. Jetzt wird hier nochmal links kurz angezeigt, was alles ist. Also Damage-Rate 60%. Benzin ist 100% Verbrauch, Reifen 100% Verbrauch, Reifendecken und natürlich eine Drive-Thru-Strafe, wenn man einen Frühstart macht. So, es lädt noch. Nothing new, carry on. Alles klar. So, dann gucken wir mal. Wir sind 10 Leute. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Practice Time. Wir gucken mal in die Einstellung. Alles klar, man kann hier nichts verändern. Also das heißt, das Setup ist fix. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass das Setup nicht ganz so wichtig ist, sondern die Bremsbalance, die lassen wir mal, aber die Bremskraft, die kann ich runtersetzen. Da fand ich so den Wert 87% ganz gut. Da habe ich eh nichts verändert. Hier kann ich nichts verändern. Ja, ich denke, wir sind somit durch. Das Einzige, was wir nachher noch machen müssen, ist die Benzinmenge anpassen. So, dann würde ich sagen, wir fahren einfach mal los. Also ich finde, der Sound ist schon allein bombastisch.
geht es eigentlich nur darum, mal hier ein bisschen die Strecke kurz zu fahren, mal sehen, was so am Grip vorhanden ist. Wichtig ist, keine Crash zu machen, anderen Fahrern nicht im Weg sein, aber auch, dass hoffentlich keiner hier schon den wilden Max machen möchte. Das wird eh sehr voll hier. Ich gehe davon aus, wir werden ein paar Überrundungen erleben. Oh, wir haben noch 2 Minuten 28 Zeit, um hier ein paar Runden zu drehen. Das werde ich auch ausnutzen, um einfach mal hier im Rhythmus reinzukommen. Danach geht es ins Qualifying, ich glaube 10 Minuten ist das. Die Renndauer wird 20 Minuten sein. Sprit muss ich mir dann noch ausrechnen, aber ich gehe mal von 1,5 Liter die Runde aus. Muss man gleich nochmal drauf achten. Der Reifen hat blockiert. Gehen wir gleich nochmal auf die Spritanzeige. 17,5 und 18,2 sind wir gestartet. Also wenn wir 1,5 Liter rechnen, bin ich glaube ich auf der sicheren Seite. Ich glaube, das wird auch gar nicht das Problem bei dem Fahrzeug sein, wenn man ein bisschen zu viel Sprit dabei hat. Kann sogar sein, mit mehr Sprit, dass die Balance einfach eine bessere ist. Habe ich jetzt schon in einigen Rennen erlebt, gerade bei Porsche zum Beispiel. Macht das Mehrgewicht sich eher positiv bemerkbar. Jetzt nehmen wir nochmal gleich die Boxeneinfahrt. Ja, das geht auch. Hier ist nämlich gar nicht so einfach. Man muss nämlich immer aufpassen. Die Trainingszeit ist rum. Okay, da habe ich schon mal ungefähr meinen Platz, wo ich stehe. Dann würde ich jetzt nochmal mich an die Box beamen und den Sprit schon mal fürs Qualifying. Ach, das lassen wir einfach so. Ich glaube, da macht man sich viel zu sehr verrückt mit. So. Ich vermute mal, dass man so 26 Runden fährt. Okay. Ich glaube, ich nehme lieber ein bisschen mehr mit. Das ist mir ein Tick zu knapp. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. Ist jetzt Overtime. Okay, und jetzt geht's auch schon gleich los. Ins Qualifying. Wir machen mal ein bisschen den Sprit raus. Wir fahren schon die ersten raus. Hier wirklich freie Fahrten haben, das ist fraglich, aber egal. Die 19 Fahrer sind am Start, also volles Feld. Ich hoffe, dass hinter mir ist nicht so ein Highsporn, sondern das ist die Einfahrung, ne? Die so ein bisschen Abstand hält.
es macht keinen Sinn, einfach und permanent ins Getriebe zu fahren. Fürs Qualifying ist es immer ganz sinnvoll, wenn man sich ein bisschen Platz lässt. Fahrer dabei. Und fahr vorbei. Kein Problem damit, wenn ich auch weit hinten starte. Und dann bin ich hoffentlich aus den gröbsten Unfällen erstmal raus.
Okay. Die Runde habe ich weggeschmissen, aber kein Problem. Hört euch mal den Sound an. Also ich finde echt, die Mod ist der Knaller. Das Auto fährt sich auch richtig gut. Also fühlt sich echt gut an. Schon mal auftanken. Also ich traue dem irgendwie nicht so ganz. Aber wie gesagt, ich glaube, der Sprit wird nicht das Problem sein. Gucken wir uns mal hier an, wie die alle so gefahren sind. Ja, 47er Zeit, das war mir klar. Ich glaube, ich bin hier so in dem Bereich, hier so 6, 7, 8, das werde ich fahren können. 12. Naja, vielleicht wird sich noch der ein oder andere jetzt gleich verbessern. Gucken wir mal hier auf Timetable. Gut, wir haben noch 2 Minuten Zeit. Eigentlich könnte ich noch rausfahren, aber ich glaube, das wird mir alles ein Momentchen zu stressig. Gucke ich hin und wieder mal rein. Manchmal ist es ganz hilfreich, wenn man merkt, wo man früher oder später Gas gegeben hat. Gegner wählen. Leider kann ich hier niemanden wählen. Keine Aufnahme gefunden. Aber ich stelle mir schon mal die ganzen Apps ein, die ich für wichtig halte. Ich glaube, die Reifen-App, die kann ich wegtun. Was mich noch interessiert, wäre die Realtime-App. Bin ich jetzt schon dran vorbei? Die Realtime-App, genau. Das finde ich immer ganz praktisch. Da sieht man nämlich schön die Abstände von den Leuten. So, wir haben jetzt noch eine knappe Minute übrig. Immer noch auf Position 12. Das finde ich ja auch. Ist zwar nur die Basic-Anzeige, aber hier letztendlich sieht man genau, wie lang die Renndauer noch ist. Relativ gut sichtbar. Dann stelle ich mir noch mal hier die Repair ein. Ja, 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 falls irgendein Unfall passiert. Tanken brauchen wir nicht. Ich glaube, die Reifen brauchen wir auch nicht zu wechseln. Das können wir, wenn, dann auch spontan machen, wenn die wirklich sich so schlecht anfühlen. Bei der Reifen-App würde ich mir vielleicht doch nochmal Tires hier oben hinlegen. Okay, da sieht man schon die Zielfahne. Jetzt geht's. Haben wir noch ein bisschen Overtime, bis die letzten dann auch durchs Ziel gefahren sind. Das Schöne ist, bei so einem kurzen Kurs geht das relativ schnell. So, ich bin dann 13. So wie es aussieht in der Startaufstellung. Ich hoffe, es passieren nicht so viele Unfälle gleich zu Beginn, sondern dass die Fahrer alle ein bisschen vernünftig sind. Das wäre so schön. Aber warten wir mal ab, wie sich das alles so entwickelt. So, 13. scheinbar. Na, da ist noch einer durchs Ziel gefahren.
Ja, 13. Gut. So, dann gucken wir mal. Ich bin auf der Innenbahn. Na ja, dann schauen wir mal. So, die Spannung steigt. Ah, der Sound, der begeistert mich wirklich. Ah, der Flasher geht schon mal. Das Licht geht auch. Wunderbar. Naja, ob wir es brauchen, warten wir mal ab. Schöne Stille. Ah, die Ampel kommt. Und die Motoren brüllen so langsam auf. Als erstes mal hier schön Feld einsortieren. Hälfte Position. Ein Platz sogar gut gemacht, der zwei Plätze sogar gut gemacht. Jetzt kann das Rennen raus. Harter Fight. Das ist aufregend. Deswegen rede ich auch so gut wie nichts mehr, weil ich echt unter Höchstanspannung gerade bin. Ja, super. Höchstanspannung und schön. Kurve verpasst. Und vier Plätze verloren. Trottel, 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 Trottel. Schöner Idiot. Das soll man nicht sagen, aber meinte auch, als Rennfahren erfunden und schießt viel zu schnell in die Kurve und wir rein. Aber im Endeffekt bin ich jetzt wieder auf der gleichen Position wie am Start. So, wir haben noch 16 Minuten, 16,5 Minuten. Mal deutlich früher, was auch viel besser für mich war. Ich komme nicht schon wieder so einer angeflogen.
so geil. Also ich kann nur jedem empfehlen, sich die Mod mal runterzuladen und das Auto auszuprobieren. Platz, aber dann fahr auch vorbei. Aber gut gemacht. Respekt. Hat aber eine scheiß Pinkzeit. Ist natürlich ungünstig, wenn einem ins Auto springt. Ja? Halb Minuten, die Leute anspannen und vergessen auf die Uhr zu gucken. So, gucken wir mal, ob ich wieder an den vorne Rand komme. So nicht.
Ladereifen, der wird schon warm. Der färbt sich schon. Ein bisschen aufpassen auf die Temperatur. Dann kämpft euch da vorne. Jetzt. Ich habe vergessen, Gas zu geben. Meines linken Vorderreifens nicht noch dunkler wird, sondern vielleicht eher wieder etwas mehr ins Grüne geht. Da fühlt sich alles ganz gut beim Fahren an. Noch 8,5 Minuten, Platz 9 von 19, läuft bisher ganz gut. Verschaltet, brauchen wir nicht im dritten Gang zu schalten. Abstand 1,9 Sekunden. Verschaltet. Gas zu sein. Ja, ist schon mir gelungen. Abstand wieder verringert. 1,8 Sekunden. Warum auch immer schalte ich hier immer wieder in den dritten Gang, was vollkommen unnötig ist. Wahrscheinlich auch die gleichen Reifenprobleme haben wie ich.
5 Minuten, 50 Sekunden. Der qualmt schon wieder. Aber nichts passiert. Gewesen. Weit raustragen lassen. Aber 1,4 Sekunden. Wir auch mal die weitere Linie etwas früher aufs Gas gehen. Der Abstand ist gleich geblieben. Aber jetzt sehe ich auch noch die zwei Vordermänner. Gelbe Fahne. Er konnte überholen. Ich hoppe mehr schlecht als recht über die Curbs. Im vierten Gang, endlich habe ich es verstanden. Farbe des Reifens, die wird sich nicht mehr verändern, da muss ich mir keine Gedanken mehr drum machen. Jetzt fühlt sich auch alles noch relativ gut an. 3,5 Minuten noch. Jawohl. Sehr gut genommen, die Kurve. Angreifen oder lieber etwas defensiver fahren? Ah, ich weiß es nicht. Einer fliegt noch raus. Ärgerlich, eine blöde Strafe.
Okay, so ist leider das ein... Aber es hat super Spaß gemacht. Gerade jetzt zum Schluss diese Duelle, das war super geil. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Mod runterzuladen und in diese Rennserie hier einzusteigen. Echt gute Jungs hier. Ich dachte, das wird viel chaotischer. Okay, das Rennen ist vorbei. Ich bin unter die ersten 10 gekommen. Perfekt, hat super Spaß gemacht, war richtig klasse. Dann gehen wir mal in die Box. Jetzt werden wir automatisch in die Box gemacht. Ja, das macht echt richtig Laune, diese Rennen hier. Und jetzt ist man quasi wieder draußen. Man kann den Server verlassen. Ich habe noch eine neue persönliche Bestzeit gefahren. Perfekt. Und jetzt kann man sich hier, also geht man wieder auf Standing. Das dauert jetzt immer noch mal ein kleines Momentchen. Und dann kann man sich aber direkt angucken. Also hier sieht man jetzt die ersten Besten und ich bin unter den Top 4000, 3896. Können mal runterscrollen. Genau, da bin ich. Jetzt sieht man hier, habe ich Punkte dazu bekommen, nicht so viele. Und das ist meine Unfallbilanz sozusagen, da ich ja einige Crashes hatte, wenn auch nicht alle verschuldet, aber das ist egal. Sobald man Berührungen hat, kriegt man halt hier ein gewisses Rating da drauf. Aber alles in allem bin ich zufrieden mit dem Rennen. Jetzt kann man sich hier nochmal anschauen. Jetzt könnte man sich hier angucken, das ist die Rennserie, Races, und jetzt haben wir Brands Hatch Indy, und ich gehe davon aus, ich war auf Server 3, dann kann man sich hier das nochmal anschauen, und hier bin ich Achter geworden, also perfekt. Habe 25 Runden gemacht, hatte 6 Unfälle. Ob jetzt verschuldet oder nicht verschuldet, ist mal vollkommen egal. Ich habe insgesamt 40 Punkte dafür bekommen. Abzüglich meiner 6 Unfälle bleiben 22 Punkte übrig. Ja, somit war es für mich erstmal erfolgreich. Das Auto heute neu gefahren. Die Strecke kannte ich schon, aber war wirklich toll. So, und jetzt kann man hier gucken, wann die nächsten Rennen stattfinden. Und man kann natürlich auch ein Rennen mehrfach fahren. Wann wird das nächste angeboten?
glaube, das wird immer nur einmal am Tag angeboten. Genau. Das ist ja hier die tägliche Rennserie. Wir gucken nochmal. Das ist was anderes im Brands Hatch. Genau, das wird einmal täglich angeboten. Und da kann man dann sich wieder anmelden. Guckt man hier nochmal unter Race. So, und dann sieht man hier, was es alles nochmal gibt. Ja, vielen Dank für das freundliche Zuschauen. Mir hat es irrsinnig Spaß gemacht und ich werde auf jeden Fall weitere Rennen hier fahren. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.